Herzlich willkommen zur letzten Folge Escape First und hoffentlich mit nicht komischen Matheaufgaben am Ende. Das ergibt keinen Sinn. Ist okay. Heute haben wir akzeptiert, dass wir an einem Experiment in Bezug auf die Raumzeit teilnehmen. Und durch einen Fehler sitzt du plötzlich in einem Chaos fest. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind miteinander verschmolzen. Die Zeit ist dein ärgster Feind. Wirst du es schaffen, sie zu besiegen und zu deiner Realität zurückkehren, bevor du sie für immer verlierst? Die Antwort ist nein. Es ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Was ist mit den Plus-Plus? Wow! Wieso komme ich nicht? Ich will auch. Es ist laut am Anfang. Warm machen. Oh nein. Ah nee, ich habe ja jetzt die. Oh Gott, wieso piepst alles? Okay, eine Stunde deiner Zeit. Was? Ich meine, die Zeit ist ja eh egal. Man kann ja so lange brauchen, wie man will. Was steht da? Sogar eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Richtig. Wow. Ich bin beeindruckt. Die Zeit läuft nie zurück. Hier ist eine Eule. Hier ist eine Uhrzeichnung. Mit ganz vielen Zeigern. Gott, die Uhren machen mich kirre. Ja, ne? Weil die sich alle so drehen. Erstmal haben wir einen Lichtschalter, kann ich nicht drücken. Und eine Kurbelbombe auch. Zeitgleich Geld, zeitgleich Weisheit. Weisheit. Okay, wir brauchen die Uhrzeiten. Ist das hier Weisheit? Nein. Oh Gott, hier ist eine Uhr mit ganz vielen Zeiten. Ist da? Eine Stunde deine Zeit. Ist das blau? Rot? Oh! Was hast du gemacht? Ja, du kannst die umstellen, habe ich gerade auch schon gemacht. Man kann die aber nicht mehr zurückstellen. Also. Nee, man muss die dann einmal rumstellen. Wie stand die denn? Auf 12 stand die am Anfang. 12? Okay. Mhm. Ja, aber eine Stunde 12.30 Uhr. Wenn jetzt 12.30 Uhr ist, dann müsste... Ich meine... Oh nein, ups. Ich kann die hier nicht auf 12.30 Uhr stellen, weil die genau versetzt ist. Oh. Die Zeit läuft nie zurück. Ich bin so verwirrt. Die Uhr hier kann man auch verstellen. Man kann alle verstellen. Och, oh nein. Oh, können die Uhren mal aufhören, sich zu drehen? Mir wird echt schwummerig. Wow. Das ist zu viel. Warum sind hier so viele Zeiger? Ja, ich weiß auch nicht. Das sind so viele. Es sind aber keine Zahlenrätsel. Also, jetzt sind es Uhrenrätsel. Nee, ich meine, das sind auch Zahlen. Ja, aber. Na gut, man muss nicht mehr zählen, wie viele Knöpfe Dinge eine haben Stunde so, deiner Zeit. Ist aber sogar eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag Zeit läuft richtig. Nicht zurück. Was ist der? Ist die eine Uhr hier einfach nur weiß? Welche Uhr ist denn hier kaputt? Oh, hier, die Uhr hat Buchstaben. Ja, hab ich auch eine gesehen. Eine Eule. Das ist eine Eule. Ja. Euli. Und eine Eule. Euli. Kann man hier Owl buchstabieren? Nee. Oh doch, es hat drei Zeiger. Vier. Oh, warte mal. Ein Zeiger, ein großer Zeiger auf die 12. Die sind alle gleich groß. Wir brauchen vier Zeiger, ne? Wir haben nur vier, ne? Das sind vier Zeiger, oder? Ja, das sind vier Zeiger, aber die sind alle gleich. Können lang, wir ein Wort bauen ich. Damit? Wahrscheinlich. Bird? Nee. Ja. Bird kriegen wir nicht gebaut. Jay. Das wäre ja auch zu einfach. Irgendwie. Clock? Nein, auch nicht. Vier Wörter. 12.30 Uhr? Eule. Nee, geht ja auch nicht, sind ja Buchstaben. Ist irgendwo noch eine Eule. Nee. Hier, ne Kuckuck. 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 Da ist ganz viel Besteck. Hm. Warum sind hier so zwei Uhren, die so Löffeln und Gabeln haben? Ich weiß nicht, die sind aber auch genau gleich, die sind copy-pasted. Außer die laufen halt anders. Ja, aber die eine läuft schnell und die andere läuft langsam. Wieso? Zeit ist Geld. Hier ist Geld. Zeit ist Geld. Okay, warte, Zeit ist Geld. Wie viel Uhr ist bei 20 Zeit? 20 vor 2. Also 4, 8 und dann 2. So, ne? Ja.
Ja, das müsste halt eigentlich zwischen der 1 und der 2 sein, ja, das aber das kann man ja nicht einstellen. Nicht. Vielleicht muss es auf 1 haben und dann auf 20, nicht Viertel vor. Oh, ups. 20 vor. Nee. Zeitgleich Geld, zeitgleich Weiß. Aber das muss die Uhr sein hier. Ja, es ist Geld. Zeitgleich Weisheit. Eulen sind weise, aber da ist keine Uhr dran. Aber oben, ah nee, oben drauf, die Uhr hat aber keine Zeiger. Eulen sind weise. Knuffel. Was denn? Wieso war das denn jetzt Knuffel? Eulen sind weise. Ja, Eulen sind immer so die... So Symbole für Weisheit. Ich stelle jetzt hier die Uhr einmal auf 12.30 Uhr. Hier ist ein gelber Zeiger, ein blauer Zeiger, ein roter und ein grüner. Was ist denn mit der Uhr hier los? Gelber Zeiger, blauer und ein grüner? Ja, hier, die Zeit läuft nie zurück. Messer, Gabeln sind blau, gelb, grün. Ich auch gemerkt. Aber was ist, wieso ist denn hier die Uhr so dazwischen? Die ist so... Welche Uhr? Du meinst die 12.30 Uhr Uhr? Ja. Oh. Ja, die habe ich schon versucht einzustellen. Die kriegst du aber nicht auf 12.30 Uhr gestellt. Ja, die ist... Versetzt. Ha. Wieso ist die so versetzt? Hier ist auch eine. Eine Stunde deiner Zeit. Wieso funktioniert denn halt das Geld nicht? Hier ist ein Lichtschalter. Ja, den kannst du aber nicht drücken. Den man nicht klicken kann. Stunde deiner Zeit. Die Uhr ist nur weiß. Okay, das ist alles sehr complicated hier. Bisschen überfordert. Zeit läuft nie zurück, zeitlich Weisheit. Zeit ist Geld, das Zeit ist Geld nicht. Ah, warte mal. Man kann hier den weißen Knopf auch drücken. Den weißen Knopf? In der Mitte ist auch noch ein Knopf. Weiß nicht. Der macht aber nichts. Das hat mich erschreckt. Ich habe es auf 20 vor 1 jetzt gestellt. 12.30 Uhr. Zeitgleich Geld. Hä? Hä? Aber das war doch nicht... Ich hatte das aber auch schon auf 12 Uhr. 16.52 Uhr und ein rotes Kreuz. Hä? Aber das rote Kreuz ist an dem Kisten, an der Kasten, an dem... Ding. Ah, oh jo. Gott, ich kann nicht reden. Also 16.52 Uhr. Ja, der Zeiger ist auch immer so versetzt, dass es passt. Ah ja, genau, der ist auf 2 Minuten. Bring. Ich habe aber jetzt auf 15.52 Uhr gestellt, glaube ich. Hast du? Ist das eine Stunde deiner Zeit allgemein gültig? Kann das sein? Ich sehe es nicht mehr, was du es eingestellt hattest. Ja, ist egal, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ist jetzt hier Stopp und die Uhr dreht sich ohne Ende. Die Zeit hört nie auf zu stehen. Die Zeit läuft nie zurück. Hat wo? Oder was? Ja, hier, die Uhr dreht sich immer, die im Schrank ist. Ja, ja, aber die hier ja auch. Die Zeit, ach ja, stimmt. Hier und die daneben auch. Sogar eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Stopp, stopp. Aber das muss doch irgendwas mit den bunten Uhren hier zu tun haben. Es wird da doch Stopp nicht so bunt drin stehen, oder? Meinst du? Dann wär's die linke, weil die ist schneller, die ist langsamer. Ja, die ist. Aber ich glaube, die ist auch nicht genauso schnell, oder? Ich glaube, die sind nicht. Sind die gleich? Nee, die sind nicht gleich schnell. Aber was soll mir eine Uhr bringen, die sich dreht? Wir müssen die ja irgendwie einstellen, die doofen Uhren. STOP. Stopp! Warte, welche Farbe hat das S? Rot. Oh! Das T? Grün. Das O? Blau.
Gelb. Haha! Micha Schmart, ohne 3 kam rausgeflogen. Oh. Eule. Und eine Eule. Was ist mit der 3, die rausflog? Wisdom. 5. Wieder kam eine 3 rausgeflogen. 205 Eule. Hä, hey, wer wart? Hier steht 205 Eule drin im Schrank. 205 Eule. Guck rein, da steht 205 Eule. Ich hab eine Eule und da ist eine 5 drauf. Und 20, da steht Weisheit drauf. Welcher Wecker ist das? Oh Gott. Was steht auf der Eule? Steht 5 drauf? 20:55 Uhr. Hä, wo ist denn die Weisheit-Uhr? Hier. Da. Ja, 20:55 Uhr. Ich stell jetzt auf, pass auf, ich stell jetzt auf 19:55 Uhr. Ist richtig. What the fuck? Ja, keine Ahnung. Was ist denn hier mit dem Kreuz? Wieso kann man das so eine nehmen? Stunde gleich 60 Minuten. Ja, logisch. Da ist eine Uhr drin. Ich kann sie aber nicht hochheben. Eine Stunde gleich 60 Minuten, es ist 10 vor 1. Oder was auch immer, 10 vor 12, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Eine Stunde gleich 60 Minuten, ja logisch. Hä? Eine Stunde gleich 60 Minuten, 10 vor 1. Eine Stunde deiner Zeit. Oh, nein, das war falsch. Okay, da kam eine 5 rausgeflogen. Messer. Ach, die Uhr, ach, die fliegen zur Uhr rein. Wie zur Uhr rein? 4 Messer. Messer und da sind ganz viele. Siehst du das, wenn du den Schrank öffnest, 9, kommt eine Zahl rausgeflogen und die fliegt dann hier in die Uhr rein. Oh, okay. Voll weird. 4 Messer. Ein rotes Messer, ein grünes, ein gelbes und ein blaues Messer. Die roten sind die großen. Farben? Ja, und die sind groß. Stimmt. Und die sind groß. Also der rote und der gelbe Zeiger sind groß. Und der gelbe und der grüne und der blaue klein. Hä? Ja, die Messer sind doch unterschiedlich groß. Ach so, ach, jetzt verstehe ich, wie du das meinst. Messer. Was ist mit dem Plus hier? Wieso steht hier an der Uhr einfach nichts? Die Zeit läuft nie. Ja, hier. Hier, die sind doch. So, warte, wo ist denn hier? Weißt du, hier sind noch 4 Zeiger. Oh, da sind mehrere Zeiger. Ja, Moment. Ich guck nochmal. Also, rot ist groß, aber ich weiß nicht. Ja, dann sag einfach, es sind ja nur 50-50 Chancen. Sag einfach mal. Ja, also, einer muss ein großer Zeiger bei 11 und der gelbe große Zeiger bei 5. Keine Ahnung. Ja. Und grün 8, blau 2. Cool. Das war geraten. 3 Uhr, Lichtschalter hoch, richtig. Und Lichtschalter runter, falsch. Lichtschalter ist oben. Was ist das für ein Knopf? Und 3 Uhr. Ah, warte mal. Muss der um 3 Uhr hochgedrückt werden, wenn die große Uhr bei 3 ist? Da ist eine 1 auf der Uhr. Wo? Da, hier, guck. Da, das ist eine 1. Warte, wenn ich den Lichtschalter wieder ausmache, ist er weg? Ja. Ah. 1. Ah, guck mal, die anderen Uhren. 3, 4, 5. Da, hier. 3, 4, 5. 1. Aber wo ist die 2? Die 2. Ach so. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Das hier vielleicht? Ist das die 1? Ändert sich noch was, wenn ich ausmache? Guck mal. Nee. Glaub nicht. Ups. Da ist eine. Oh, die kann man ja in die Hand nehmen. Huch, was ist das? Kann man die. Ah, achso, warte mal. Die kann man aufhängen. Aha. Ach, kannst du die da hinhängen? Oh. 1, 3, 4, 5. Ja, wo ist die 2? Ist das die 2? Nee, kann ich nicht aufheben. 1, 2, 4, 5. 13:45 Uhr für irgendwas? 13:45 Uhr für irgendwas.
Sogar eine kaputte Uhr ist zweimal am Tag richtig. Nee, das ist doch Quatsch, oder? Hier sind ja zwei Uhren. Was ist denn mit der Uhr hier? An der steht überhaupt nichts dran. An welcher? An der hier. An der hier, ja. Ist das vielleicht die 13.45 Uhr? Vielleicht. Ja. Yep. Ich hab ein... Was ist das? Ein Stein? Da. Was hast du? Wo ist es? Ich seh's nicht. Auf so Boden gelegt. Hier. Neben der Eule. Ach, da. Ein Stein. Was ist das? Ein Radiergummi? Ein Schwamm? Ja, ein Radiergummi. Wir haben alles außer... Warte mal, hier das? Ja, du radierst weg. Ah, ich hab's wegradiert. Ja. Yep. Ah, dann müssen wir die Uhr jetzt auf 5 stellen, hier, die auf dem Tisch ist. Stell mal ein. 5, ach so, ja. Die Tier auf dem Tisch. Oh Gott, ich sehe nicht richtig. Kann ich hier mal irgendwie durch? Gott, damit die Schublade. So. Das war der Falsche. Das war der Falsche. Hey, wieso hast du weitergedrückt? Hast du die 8 gesehen, die rausflog? Hui. Ja. Was ist das jetzt? Was ist das hier? Das ist die stehen gebliebene Uhr, glaube ich. Stell mal auf 15:25. Hier hinten, oder? Aber warum sind da zwei? Wir haben sonst keine mehr, ne? Aber ja. Eine Stunde. Das haben wir ja auch benutzt. Das ist das Einzige, was über ist. Hä? Ich hab jetzt so einfach ich hab beide auf 15:25 gestellt. Ja, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn irgendwie. Oh lol. Oh nein. Kurbel das mal bitte. Kurbel. Oh Gott, der Raum ist schlimm. Oh nein. Der Raum. Relativitätstheorie. Oh Gott. Hier ist Einstein. Hier ist Einstein, Relativitätstheorie. Es ist 9.05 Uhr. Okay. Oh, nee. Der Raum ist schlimm. Nee, ich war sowieso schon die ganze Zeit leicht motion sick. Brauch das nicht. Nee. Genuss und Aktion verkürzen scheinbar die Zeit. Nee? Nee. Oh Gott. Relativitätstheorie. Realitätstheorie. Weißt du? Es gibt nur eins, was der Zeit nicht gehorcht, die Träume. Träume. Hier ist Weltall. Hier sind Weltplaneten. Hier sind also Bären. Hier sind Schachfiguren. Hier sind Sonnen. Genuss und Aktion verkürzen scheinbar die Zeit. Genuss und Aktion. Hier sind, was ist das hier? Ist das Neptun? Wo? Sind das Götter? Gehören die zu den Planeten? Ja, aber du kannst diese Uhr nicht umstellen. Nee. Hier sind Symbole drauf. Hier sind Zahlen bunt drauf. Und wieso geht Relativitätstheorie nicht? Hier sind Sternzeichen. Genuss und Aktion verkürzen anscheinend die Zeit. Ist das 11.15 Uhr? Nein. Genuss und Aktion. Nee. Hä? Ich weiß auch nicht, Relativitätstheorie, hier ist zwar Einstein und eine Uhr, aber... Ich kann die Uhr auch nicht lesen. Welcher Zeiger ist da der große Zeiger? Der rechts. Ja, das ist es halt. Ich glaube, der... Ja, keine Ahnung. Vielleicht anders. Stimmt, so wird es vielleicht gehen. Nee. Aber hier sind auch so. Sind Sternbilder? Ja, hier sind Götter. Da sind Warte Sternbilder. Und hier sind Symbole Träume? Vom Schach. Ich weiß nicht. Es gibt nur eins, was die Zeit nicht gehorcht, die Träume.
Genuss und Aktion, da sind Kreise drum. Oh, warte mal. Planeten, eins, sind das Planeten? 3. 1, 3. 3, Relativitätstheorie. Hier sind auch Kreise drum bei 2, 5. Wie, Moment. Hier sind Kreise drum, unten bei der Bärenuhr. Um dieses Pärchen hier sind Kreise drum. Ja, 2, 5, 3, 5, aber... Nee, 1, 3, 2, 5. Ah, also, ja, meinte ich. 1, 3. Bei mir klingelt gerade so ein Wecker. Ah! Nee, hier, das kann man nicht auf 25 einstellen. Ich dachte Relativitätstheorie, weil Einstein doch auch irgendwas mit Küssen gesagt hat, aber, Oh, wow. Ja, aber da habe ich ja nur eine 13 und keinen... 13.25 Uhr. Ja, das kann ich aber bei der Uhr nicht einstellen. Stimmt. Hm. Planeten ist 9 Uhr. Genuss und Aktion verkürzen scheinbar die Zeit. Die Schachuhr steht auf den Bauern. Was auch immer das bedeutet. Die, keine Ahnung, griechische Mythologie-Uhr oder was das sein soll, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Warte mal, Genuss und Aktion verkürzen sich 2 und 1 und 3. Warte mal. Kannst du die auf 13.25 stellen? Wenn ich jetzt auf so stelle? Hä, wieso so? Weil 1 und 3 eingekreist sind. Ich dachte, vielleicht müssen die Zeiger da drauf. 25? Oh, lol! Genuss ist Küssenaktion, ist keine Ahnung, Bärenknuddeln, was weiß ich, was das sein soll. Hier ist eine Blume mit Einstein. Stell beim Einstein mal ein... Oh Gott, was ist der kleine Zeiger davon? Das sieht man jetzt nicht so gut. Den kleinen auf 7 und den großen auf 3. Ansonsten andersrum. Aber das geht nicht. Weil der große Zeiger ist hier immer mit ein bisschen versetzt. Siehst du ihn? Ja, dann ist es... Ja, aber hier ist nichts versetzt. Dann dreh mal um. Wir haben zwei Blumen. Also wir haben die Kussuhr da, und die Bärenuhr haben wir benutzt. Da liegt auch ein Boden. Hm. Oh, wieder eine Blume. Oh, und Gott, ein Stein. Ja, da habe ich auch. Ich habe es so gedreht. Also, das war lustig. Ja, ich habe es auch so. Es gibt nur eines, was der Zeit nicht gehorcht. Die Träume. Träume. Das muss doch was mit das der anderen Traumuhr zu oder? Tun haben. Zwischen 7 und 8 beide Zeiger. Ist das ein Traum? Es sind nur ganz viele Uhren. Aber gibt es nicht dieses eine Bild mit den ganz vielen Uhren? Ah, ich weiß nicht. Ja, ich meine, meinst du diese geschmolzenen? Ja, Uhren? Genau. Ja. Yeah. Das ist da nicht. Aber die Planeten müssen doch irgendwas hier mit diesen Sternzeichen zu tun haben, oder? Ja, aber du kannst ja nichts umstellen an den Sternzeichen. Ja, aber was? Oder an den Planeten. Aber what? Wieso haben wir zwei Uhren mit Blumen? Für einer ist es Viertel vor eins oder Viertel vor zwei, je nachdem, keine Ahnung. Kann ich so nicht lesen. Träume. Und auf der anderen ist es... Oh Gott. Kann ich die irgendwie so drehen, dass die 12 oben ist? Hm.
sind da zwei Uhren? Kann man Uhrzeiten irgendwie zusammenzählen? Nee, das... Ja. Ich meine, Zeit ist doch sowieso relativ. Wieso hat der überhaupt eine Uhr? 13:25 Uhr hast du schon gemacht, ne? Also das mit dem Bär und den Küssen war eine Uhrzeit, ne? Ja, das war 13:25 Uhr. Okay. Das haben wir. Die ist es auch nicht. Die Uhr kann es auch nicht sein. Das mit Einstein, das verstehe ich nicht. Ja, wir haben ja zwei Uhren für den. Vielleicht irgendwie die Mitte da, oder? Ach, ich weiß nicht. Hebst du gerade die Uhr? Ah ja, okay. Zeit ist relativ. Ja. Der große Zeiger kann nur zwischen Zeiten. Hat die Uhr einen... Nee, hat sie nicht, ne? Die hat auch nur voll drauf, ja. Ja, der große ist immer so 2 Minuten versetzt. Bei den Zeigern bin ich mir nicht sicher, was der große und was der kleine ist. Bin ich bei der Uhr aber auch nicht. Auf dem Boden hier ist auch eine. Ja. Aber da weiß ich nicht, wo 12 ist. Ich glaube nicht, dass sie hilfreich ist. Ah, nee. Aber wir haben eine rote und eine... Naja, blau ist das nicht. Verdammt. Warte mal. Hm. 17? Was machst du? Oh, ein roter und ein blauer Zeiger. Das wär's ja jetzt gewesen, oder? Wieso? Weiß nicht, weil ich hier die bunten Zahlen zusammengerechnet habe. Ich habe die roten zusammengezählt, das ist 17. Also 5. Ja, ja, 17 und 16. Ja. Hm. Ansonsten sind es 8 und 7. Hm. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aha! Das ist ja schrecklich. Kommen die Mörderclowns. Es gibt nur eines, was der Zeit nicht gehorcht, die Träume. Das verstehe ich halt nicht. Ja, aber vielleicht brauchen wir den Einstein-Hinweis dafür, weil wir haben ja jetzt eine Einstein-Uhr bekommen. Mhm. Diese Zunge, die mich gerade wieder angeguckt hat. Hör auf, halt sie mir nicht ins Gesicht mal. Aber ich weiß nicht, wie ich das hier zu verstehen habe. Auch nicht richtig rum hin immer. Das ist so ätzend. Ist da irgendwie ein Trick zum Drehen? Nee, ich fummel mir auch meine. Eine Maustaste drücken oder so? Nein. Vor allem, es ist ja haargenau die gleiche Uhr, nur dass die... Gott! Weißt du, wieso denken Programmierer nicht an sowas? Das ist... Ach. 9, 10. Ist das ein roter Zeiger unten? Was ist für die Uhr? Die andere, die Einstelluhr? Warte, halt sie so bitte. Hm. 7 und 3 sind auch 10. 10 und 10. Hm. Was war die andere Uhrzeit? Ja, je nachdem. 9:05 Uhr. Und 7:15 Uhr. 8:07 Uhr.
10. Hast du jetzt, warte, 9 Uhr? Pass auf, warte mal. Was ist die erste Stunde bei deiner Uhr? Wie die erste Stunde? Also, was, wo ist der kleine Zeiger? Ich bin mir nicht sicher. Warte, halt sie fest, ich gucke. Die Zeiger sehen so gleich groß aus. 7 und 9 sind 15. Ein Kleinzeiger auf 15 und der große auf 15. Oh lol, der Wecker. 15, 20. Aber das geht nicht auf, weil das... Ja, der große Zeiger, wieso ist der so? Weil der doof ist. Oh shit. Was hast du vor? Ich bin verzweifelt. Lass mich mal was ausprobieren, was keinen Sinn ergibt. Nö. Ich drück die ganze Zeit den Knopf, während du wechselst. Vielleicht trifft das irgendwann. Ich weiß halt echt nicht, was da der Große und was da der Kleine ist. Das macht mich kirre. Wann kommt der Sandmann? Um 19 Uhr, ne? Verdammt. Ja. Okay. Schade. Dann können wir Piggy und Frederick gucken. Das war mal mein Lieblings. Mein Lieblings-Sandmann-Ding. Piggy und Frederick. Piggy und Frederick. Piggy und Frederick, ja. Piggy? Nicht. Ja doch, das ist das komische gezeichnete Schweinchen. Ne? Ja, das sind beides Schweinchen, die sind knuffig. Knuffelschweinchen. Oh. Gibt's da nicht. Die Ohren. Haben wir irgendeine Uhrzeit, wo der große Zeiger komisch versetzt ist? Nee, ne? Nein. Hier. Aber da ist der kleine Zeiger nicht versetzt. Oh, warte mal. Hier sind aber alle Uhren gleich. Nee, doch nicht. Hier. Hm. Nee. Da auch. Warte mal. Hm? Zack, und dann auch nicht. Kann natürlich auch sein, dass wir erst das hier rausfinden müssen, und dass da noch eine Einsteinuhr drin ist. Was sollen wir denn mit einer dritten Uhr? Ich weiß auch nicht. Ah. Komplett durchdrehen. Aber hier, das war ja da war ja auch ein eindeutiger Hinweis. Hinweis. In Einkreisungen. Und hier ist, es gibt nur eines, was der Zeit gehorcht, Träume. Ich weiß aber auch nichts, was auf Träume hinausläuft. Aber warte mal, nur die Träume sind gecapst, ne? Sonst nichts. Wieso sind die Träume gecapst? Weil das der Hinweis ist. Ja, aber hier bei den Hinweisen Genuss und Aktion, da müsste der Genuss und Aktion gecapst sein, ist es aber nicht. E gleich M, eine Uhr ist Minuten, eine Uhr ist Stunden. Oh, oh Gott. Aber welche Uhr ist denn jetzt? Was? Was? Aber woher weiß ich denn jetzt, welche Uhr Minuten, welche Stunden ist? Was steht denn da drauf? White. Das hilft nicht. Aber keiner dieser Zeiger ist... 9 und 1. Haben wir das nicht schon ausprobiert? Ich habe schon gerade versucht zu rechnen, ja. Also das wären 10? Oder wie? 10 Uhr 12 dann. Nein, Quatsch, 10 Uhr 10. Kann ja nicht sein. Ja, nee, das hatten wir ja schon, ne? Nee, es muss ja irgendwas mit 12 sein. Also mit, weißt du, mit 2. Mhm.
2 Minuten drüber. 15. 21. Was? Ich habe jetzt 7 Stunden und 15 Minuten gerechnet. Wie 7? Ja, weil er steht auf der 7. Stunde, aber auf der 15. Minute. Was hast du gerade gesagt? Voll verwirrt. Aber 21 kriegen wir nicht eingestellt. Heavy. Du bist jetzt auch auf 9 Uhr. Nein, ich meine 21 Minuten. 10.21 Uhr. Stell mal 10.21 Uhr ein. Nee. Du bist nicht auf 21. Ach doch, bist du. Ich bin auf 22 eher als 23. Weißt du, was wir jetzt machen? Hm. Ich hab die Uhr verpackt und, ach nee, sie steht hier hinten. Okay. Wo ist sie? Ach, sie. Eine Uhr ist Minuten, eine Uhr ist Stunden. Wo ist die 12 hin? Ich finde die 12 nicht mehr. Wo bist du? Oh Gott. Da. Das sind die langen Zeiger hier, oder? Die sind länger als die pinke Uhr. Oh, warte mal. Ja, hier sind kleine. Vergleich die mal. Hä, nein, du hast zwei lange Zeiger. Ja und? Was soll ich denn jetzt? Ja, ich weiß halt nicht. 7 und 3. Ja, zusammenrechnen geht nicht. Das ist warte mal, 10, 35 und 15 sind 5. Das kommt ja auch nicht hin. Musst du irgendwie auf eine krumme Zahl kommen. Das ist bestimmt voll peinlich und wir sind voll doof und die Leute wissen das alles schon. Ja, ist doch immer so. Aber ich bin auch noch nie gut mit Uhren klargekommen. Das ist ernsthaft. Ich habe immer Probleme mit Uhren. Jetzt auf Dirty Confessions, ey. Ich bin noch nie mit Uhren klargekommen. Ja, ich finde die irgendwie verwirrend. Ich weiß auch nicht. Das ist die Stundenuhr hier. Die hat kleine Zeiger. Ja. Aber ich meine, man kann es nicht einfach zusammenrechnen, weil dann haben wir 10, 10. Was ist das? So, und das ist die lange Uhr. Fünfzehn, zwanzig, fünfunddreißig. 35 Minuten, 50 Minuten. Das kommt ja nicht hin. Ich mag, wie du einfach so ein Floaty-Tor so mit einem komischen Kopf bist. So, nee. Und dabei gucke ich gerade auf den Boden. Du siehst nur, wie ich gerade nach geradeaus gucke. Ja. Das ist so doof. Wo ist Einstein hin? Ich meine, auf dem Bild betet er und auf dem anderen streckt er die Zunge raus. Das sind längere Zeiger, das ist auf jeden Fall das Minutending hier. Ja, aber was soll man denn damit machen? Ich weiß es doch nicht. Ich glaub, sollen wir uns eine Stunde ausruhen, entweder 1 oder 9? Ich verstehe nicht. Oh, warte mal, 1 oder 9? Eine Stunde, also einer steht auf 9. Und was? Ja, aber die Minuten passen ja nicht. Ja, die Minuten stehen ja auch immer auf vollen Minuten, ne? Eben. Ah, shit.
Klick, 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 klick. Nein. Du wackelst immer so ein bisschen. Toll, dass du es lustig findest. Jetzt sind zu kurze Arme, weißt du, so. Hab ich auch. Du hast gar keine Arme. Eben. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Du hast den Wecker nie, ne? Doch, manchmal. Oh. Aber ganz selten. Oh, jetzt ist er bei mir. Hallo, Wecker. Das sieht so dumm aus. Wackel, wackel. Irgendwann treffe ich's. Eine Uhr ist Stunden, eine Uhr ist Minuten. Was kann man denn noch machen? Wir könnten Minus rechnen. Acht. Und vier. Acht Minuten nach vier. Acht oder Minuten vor nach vier? Vier. Ah, nee, es muss ja die 8 Uhr müsste ja sein und dann. Ich bin gerade verwirrt. Ich kann nicht mehr rechnen. Du X-Bro. 4 müssten die Minuten sein und 8 die Stunde. Aber 4 Minuten kann ich nicht einstellen. Eins, zwei, drei. Vier, ja. Das ist ja quasi Minusrechnen. Oh Gott. Das ist die Uhrzeit. So, jetzt versuch mal die Lösung zu finden, warum das die Uhrzeit ist. 7 Uhr 42. So, warum? Hier ist 7. Aber dann ist das der Stunden hier. Das hier ist der Stundendings dann hier. Hier ist ein Zeiger auf 7. Ist da einer auf 45 oder so? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Nee, du kannst, warte mal, wenn du hier zählst, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber 42? Du meinst zwischen den Zahlen, oder was? Ja, zwischen den Zeigern. 5, 10, 15, 20, 15, 30. Das passt tatsächlich. Passt das? So, wenn du das bei dem Gliedernden zählst, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, das kommt hin. Und bei aber dem. Du musst ja außenrum zählen. Ja, außenrum. Also ich habe außenrum gezählt. Und hier? Ja, es sind 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stunden. Ja, okay, so hätte man zählen müssen. Ah, da wären wir noch nie drauf gekommen. Träume! Halb 12. Nee, halb 11. Hey, wie, das war's schon. Träume. Wo hast du da jetzt Träume gesehen? Ein Bett auf der Uhr. Ein Bett? Ach, jetzt sehe ich's. Oh mein Gott. Hier ist eine Uhr, die läuft mit Blumen und eine, die nicht läuft mit Blumen. Die läuft, die nicht. Die andere. Hier, heb mal hoch, dann siehst du es selber. Auf dem Boden in der Mitte. Auf der Rückseite, ah. Aber. Ja, das ist ja komisch. Drei. Was ist denn der kleine Zeiger, der da so langsam läuft? Bin verwirrt. Weil die hat ja eine. Drei, eine Uhrzeit, die fest ist. Und dann hat sie, ich dachte, ist das ja der Sekundenzeiger, aber der hat ja auch noch einen kleinen Zeiger dabei. Ich habe die Uhrzeit eingestellt, die auf der stehenden Uhr war. Boah. Das war die einzige Uhr, die wir noch einstellen hätten müssen, deswegen dachte ich, es kann nur die sein. Hä, aber die hatte auf der einen Seite eine stehende Uhrzeit, aber auf der anderen Seite auch eine. Nein, da und lief eine die laufende. Uhr. Da waren doch aber auch zwei Zeiger fest. Dann habe ich die richtige genommen. Das war jetzt random. Also ich muss sagen, das Spiel ist ein bisschen scheiße. Aber ich meine, okay. Hey, wir wurden 3 Stunden lang beschäftigt, ist doch okay.
Ja, aber... Wann kriegst du mal Unterhaltung für 5 Euro 3 Stunden lang? Okay, wenn du genug Kondome kaufst. Okay, was? Nein, ich kann auch einfach andere Spiele spielen. Aber, also, ich weiß nicht. Also, ich fand aber das mit den Uhren cooler als die ganzen Zahlenrätsel in den anderen Dingern. Das stimmt. Also, das erste war das Dümmste. Das zweite war ganz interessant teilweise. Die Farben waren dumm. Ja. Also, wenn ihr nochmal... Wenn ihr coole Escape Room Spiele kennt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Vielleicht machen du und ich das dann. Ja. Ja. Die letzte Uhr war Bullshit. Die letzte Uhr war Bullshit. War die Uhr. Und die Einstein-Uhr war auch Bullshit. Was ist das? Was ist das Bullshit? Und die komischen Plus-Plusse waren auch Bullshit. Das ist Bullshit. Okay. Du hast einen Barcode am... Du hast einen Arsch... Hitgeweih. Ja, du auch. Habe ich auch. Oh, oh, oh. Ja. Ah, das ist aber peinlich. Judge mich nicht, wenn du genauso aussiehst wie ich, weißt du? Wir sind equally, wow. Wir sind gleich. Und wir haben ein Unity-Logo auf der Brust. Nice. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.